Hallo Leute, wenn ihr wissen wollt, wie die Abfahrtskontrollkarten durchgeführt werden, der Önder von der Fahrschule Europa, ein erfahrener Fahrlehrer, wird es euch hier demonstrieren. Bleibt dran, Leute. Echt jetzt? Karte 1.1. Aufgaben vor Fahrtantritt am EG-Kontrollgerät. Wir haben hier ein EG-Kontrollgerät, und zwar das digitale. Und hier hast du halt bestimmte Aufgaben vor Fahrtantritt. Du hast deine Karte, die Karte steckst du hier rein. Die Karte wird gelesen, dann fragt er dich, Nachtrag, hast du heute schon gearbeitet? Ja, nein, du arbeitest nie, also nein. Kannst du hier im Menü hoch und runter gehen, auf OK bestätigen, nein. Okay, dann sagt er, in welchem Land bist du, dann kannst du hoch, runter, Deutschland, England oder sonst irgendwas, auf OK, und dann kannst du mit der Fahrt schon beginnen. Das sind die Aufgaben vor Fahrtantritt. Mehr brauchst du hier an dem EG-Kontrollgerät erstmal nicht zu machen. Natürlich musst du noch Sitz einstellen, Spiegel, Lenkrad, dich anschnallen, Ladung vorher noch kontrolliert haben, wenn er fragen sollte, um das Ganze weiter auszuschmücken. Karte 1.1. Karte 2.1. Das muss ich erstmal finden. Ja. Bedienung der Schalter am EG-Kontrollgerät. Schalter haben wir hier nicht, wir haben hier Knöpfe, wir haben mehrere Knöpfe. Hiermit kannst du das Symbol ändern für Fahrer 1. Du hast hier verschiedene Symbole, angefangen hier von Ruhezeit, das wäre dann Bereitschaftszeit, das wäre dann die Arbeitszeit. Mit diesem Knopf kannst du dann deine Karte rausholen, mit diesem Knopf die Karte vom Fahrer 2. Hiermit die Symbole ändern von Fahrer 2. Hier, das ist dein Menüschalter oder Menüknopf. Hoch, runter, raus bzw. bestätigen. Wenn du hier drauf drückst, holst du den Drucker raus, um eventuell Druckerpapier zu wechseln. Das sind die Schalter mit dem Kontrollgerät. Karte 3.1. Erläuternde Bedeutung der Kontrolllampen am EG-Kontrollgerät. Kontrolllampen direkt hier haben wir jetzt nicht unbedingt, aber wir haben hier zwei Kontrolllampen. Dazu musst du die Zündung einmal anmachen, einmal ausmachen. Einmal an, dann siehst du einmal das rote T für Komplettausfall vom EG-Kontrollgerät und das gelbe T, wenn die Karte falsch rum drin ist, gar nicht drin ist. Und da wir ja ohne Karte fahren grundsätzlich, ist dort kein, leuchtet das grundsätzlich immer gelb. Okay? Mhm. Kontrolllampen haben wir dann somit. Karte 4 suchen wir jetzt mal. Karte 4.1. Benennen der Symbole am EG-Kontrollgerät. Haben wir gerade schon gemacht. Können wir noch mal ganz kurz. Arbeitszeit, sonstige Arbeit. Das heißt, wenn Ladetätigkeiten gemacht werden oder Radwechsel oder sowas, irgendwas reparierst du. Dann hast du hier die Ruhezeit, also deine 45-minütige Pause oder deine täglichen Ruhezeiten, dann musst du auf dieses Symbol stellen. Das ist die Bereitschaftszeit, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn jemand anderes die Ladetätigkeit macht und du sitzt im LKW und wartest, bis die fertig sind oder du bist Beifahrer, dann machst du die Bereitschaftszeit. Fahren ist dieses runde Symbol mit diesem Punkt, würde hier dann aufleuchten oder erscheinen, wenn du schneller fährst als Schrittgeschwindigkeit. Also wenn du losgefahren bist, dann kommt hier Lenkzeit. Du kannst also nicht einstellen, indem du auf diesen Knopf drückst. Okay? 5.1. Ja, überprüfen eines Schaublattes bzw. eines Ausdruckes des EG-Kontrollgerätes. Also Schaublatt haben wir nicht, diese runden Schaublätter gibt es nicht mehr, aber Ausdruck des EG-Kontrollgerätes. Also dann brauchen wir erstmal einen Ausdruck. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Du drückst auf OK, jetzt fragt er dich Fahrer 1, Ausdruck, OK, keine Daten. Muss man dem Prüfer leider sagen, tut mir leid, wir haben keine Daten. Da sagt der Prüfer, oh, das ist aber doof, da guckt er mich an und fragt, hast du denn so einen Ausdruck? Dann sage ich, nee, ich bin so arm, ich habe leider keinen Ausdruck. Dann sagt er, okay, Pech. Ne? Dann gibt es Prüfer, die dann sagen, haben wir nicht, können wir nicht. Also machst du weiter mit dem nächsten Punkt. Aber dann gibt es wieder Prüfer, die dann sagen, okay, wenn 5.1 nicht klappt, dann versuchen wir es halt mal mit 6.1. Okay? Und 6.1 ist auch sehr interessant. Ausfüllen des Schaublattes des EG-Kontrollgerätes bzw. abmelden am EG-Kontrollgerät am Ende einer Fahrt. Ausfüllen eines Schaublattes können wir nicht, haben wir nicht. Aber abmelden. Abmelden ist ganz einfach. Was machst du? Du bist jetzt fertig, machst die Zündung aus, also Zündung jetzt mal an, aber Motor aus, kannst hier drauf drücken und dann kommt die Karte raus und fertig. Ja? Das war's. Karte 7.1. Gott, jetzt sind die Karten nicht. Aufgaben vor Fahrtantritt am EG-Kontrollgerät, haben wir gerade schon gemacht. Karte rein, dann fragt er dich, kannst auch Play drücken, kannst du mal nachhören, was ich dann gerade gesagt habe. Karte 8.1.
Bedienung der Schalter haben wir auch schon. Jetzt fehlt nur noch 9.1. Benennen der Symbole haben wir auch schon gemacht. Karte 10.1. Überprüfen einer Schauerplatte bzw. Ausdruck eines EG-Kontrollgerätes. Somit sind wir damit durch. Jetzt auch durch. Kontrolle des Standes der Bremsflüssigkeit. Da musst du sagen, wir haben keine Bremsflüssigkeit, wir haben Luftdruck. Ja, Druckluft. So, das kannst du dann kontrollieren hier dran, an diesen Druckluftmanometern, aber das ist nicht gefragt. Bremsflüssigkeit haben wir also nicht und dann geht es direkt weiter mit Karte 2.2. Prüfen der Druckwareneinrichtung. Also, wir haben hier eine Druckwareneinrichtung und zwar unsere Druckluftmanometer zeigen zunächst einmal an, komm mal ein bisschen näher, Bumsi. Unsere Druckluftmanometer zeigen erstmal an, wie viel Druckluft wir haben. Wir sind in beiden Kreisen so knapp bei 12 Bar. Okay? So, hier würde dann angezeigt werden, wenn wir zu wenig Druckluft hätten. Das können wir jetzt simulieren, indem wir einfach einen Druckluftabfall machen, nämlich bremsen. Zeig mal meinen Fuß, wie ich jetzt bremse. Oh, guck mal hier. Wir bremsen jetzt einfach. Und sehen natürlich, wie wir Druckluft verlieren. Knapp bei 6 Bar würde jetzt gleich was aufleuchten. So, zack. Vorratsdruck zu gering, sagt er. Einmal da. Und ein Ausrufezeichen, rot. Das heißt, wir haben jetzt definitiv zu wenig Druckluft, um weiterzufahren. Wird symbolisiert, wird gezeigt hier im Cockpit. Und das ist damit gemeint. Jetzt könnte der Prüfer fragen, wie kriegst du das denn aus? Ja, ganz einfach, Motor anmachen. 5, 6, 7 Sekunden später auf Plus drücken, ein bisschen Leerlaufdrehzahl erhöhen, damit der Luftpresser wieder Luftdruck erzeugt. Und sobald wir über 6,5 Bar sind, geht die Druckwareneinrichtung wieder aus. Die Druckwareneinrichtung. Karte 2.2. Karte 3.2. Sichtprüfung der Betriebs- und Feststellbremse. Sichtprüfung der Betriebs- und Feststellbremse. Also, zunächst einmal die Betriebsbremse ist ja hier unten ganz normal mit dem Fuß zu betätigen. Die Feststellbremse ist hier. Ob die, lass die beiden Lieben in meiner Ruhe, ob die Feststellbremse jetzt funktioniert, erkennst du eigentlich nur daran, dass hier das rote P leuchtet. Das rote P leuchtet, das heißt also, es ist angezogen, funktioniert. Mehr können wir an dieser Feststellbremse nicht wirklich machen. Du kannst so eine Anfahrprobe auch machen, dass du dann den zweiten Gang einlegst, die Kupplung langsam kommen lässt und merkst, okay, jetzt will er nicht. So könntest du das machen, aber es ist eine Sichtprüfung. Das heißt, du brauchst sonst nichts zu machen, du brauchst das nicht zu machen. Du guckst nur, alles klar, das Ding ist hier fest. Das rote P leuchtet, fertig. Bei der Betriebsbremse ist es ein bisschen anders. Die Betriebsbremse, die kannst du tatsächlich auch kontrollieren. Und dazu müsstest du einmal ins Menü gehen. Du drückst hier auf diesen Knopf. Dann bist du im Menü. Jetzt fragt er dich Fahrzeug oder Audio. Du drückst auf OK für Fahrzeug. Dann auf Kontrolldaten kannst du hier oben runter gehen. Kontrolldaten, OK. Dann hast du da unten die Bremsbeläge. Runterdrücken, Bremsbeläge, auf OK. Und dann siehst du schon, vorne haben wir 96%, hinten haben wir 94%, also wir sind ziemlich safe. Drückst auf Escape, bist dann sofort wieder raus. Okay. Anschließend kannst du an der Vorderachse, also dann steigst du aus, guckst in die Vorderachse, du siehst die Felge und da sind Löcher, Belüftungslöcher, und dann kannst du durchgucken, mit einer Taschenlampe vielleicht auch reinleuchten. Hierzu haben wir auch die Taschenlampe hier an dieser Stelle. Leuchtest einfach mal in die Felge rein, auf die Scheibe guckst du und wenn die Scheibe blau schimmern sollte, dann ist die Scheibe hinüber. Dann warst du irgendwie, hast du zu lange gebremst, bergab gebremst oder sowas ähnliches und das ist nicht gut. Ja, also zu lange bremsen ist nicht gut, dann musst du die Bremsscheibe erneuern lassen. So, das ist die Sichtprüfung. Weitere Kontrollen an Bremsbelägen und so weiter können wir nur durchführen, wenn wir eine Grube hätten. Haben wir nicht, können wir nicht machen. Karte 3.2 war das jetzt. Gucken wir uns mal Karte 4.2 an. Prüfen, ob Pedalwege frei. Pedalwege, das sind die Pedale, die wir haben, drei Stück an der Zahl. Die Pedale zählen jetzt erstmal nicht, du sollst nur die hier kontrollieren. Pedale betätigen, ob die wieder rauskommen. Jo, die kommen wieder raus. Dann gucken, ob hier irgendwelche Flaschen rumliegen, drumherum, hinten und so weiter. Hier ist zum Beispiel eine Flasche, die ist dann natürlich am Prüfungstag dann weg, klar. Ansonsten kannst du die natürlich, hinten ist noch so ein Netz, da kannst du alle Flaschen, alles was so nach vorne rollen würde, Dosen etc., musst du beseitigen. Prüfen, ob Pedalwege frei. 5.2 sind wir jetzt. 5.2. Vorratsdruck aufbauen, Fahrbereitschaft feststellen. Ja, Vorratsdruck, wir gucken, wir sind jetzt bei 6 Bar, hatten wir gerade selber gemacht.
Fahrbereitschaft feststellen. Das heißt also, wir würden jetzt den Motor starten. Machen wir jetzt mal nicht. Motor starten, dann wartest du 5 Sekunden, 10 Sekunden, bis genug Öldruck aufgebaut worden ist. Drückst auf Plus, 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 damit die Leerlaufdrehzahl hochgeht. Die Drehzahl ist so bei 1000 Umdrehungen und dann erzeugst du richtig Druck, bis du knapp bei 10 Bar bist. Und bei 10 Bar könntest du eigentlich schon locker losfahren. Ideal ist natürlich 12 Bar, aber wenn du keine Zeit hast, bist du bei 10 Bar und dann kannst du losfahren. Hauptsache, die, deine Druckwarneinrichtung ist jetzt aus. Fahrbereitschaft feststellen bezieht sich eigentlich auf die Bremse. Wenn jetzt aber der Prüfer sagt, was gehört denn noch dazu? Dann sagst du, ich habe vorher die Ladung kontrolliert, ich habe die Reifen kontrolliert, ich habe also komplett Abfahrtkontrolle gemacht, ich habe auch schon die Karte drin, ich habe alles eingestellt, habe mich angeschnallt und dann fahre ich los. Das Ganze so mit Leben füllen, okay? Wenn er also noch mit dir darüber sprechen möchte. Karte 5.2, 6.2. Vorratsdruck aufbauen, Fahrbereitschaft feststellen, haben wir gerade schon gemacht. Karte 7.2. Prüfen der Druckwarneinrichtung. Haben wir gerade auch schon gemacht. Karte 8.2. Wirkung des Lufttrockners bzw. Vorrat des Frostschutzmittels prüfen. Entweder oder. Entweder haben wir einen Lufttrockner oder ein Frostschutzmittel. Wir haben Lufttrockner. Machen wir auch Pause. So, der Lufttrockner befindet sich hier. Das ist also so eine Kartusche, worin die Luft getrocknet wird, und hier ist erstmal der Regenerationsbehälter, der dafür sorgt, dass der Lufttrockner immer wieder getrocknet wird. Macht er immer in zwei Situationen: wenn der Abschaltdruck von 12 Bar erreicht ist, dann trocknet er einmal, und wenn du die Zündung ausmachst, dann trocknet er auch nochmal und fertig. Jetzt muss der Lufttrockner natürlich auch ordentlich arbeiten. Hier, das sind 2x40 Liter Druckluftbehälter, die müssen befüllt werden. Und wenn der Lufttrockner nicht vernünftig arbeiten würde, wären diese Druckluftbehälter irgendwann voll mit Wasser. Oder auch nur teilweise voll mit Wasser. Du kannst den Lufttrockner jetzt kontrollieren, indem du jetzt einfach mal hier unten drunter an dieses Entwässerungsventil ziehst. Das ist so ein Stift, du ziehst dran. Also zur Seite drücken, dann kommt Luft raus. Kommt dort Luft raus, dann ist der Lufttrockner in Ordnung. Kommt aber Feuchtigkeit raus, dann ist der Lufttrockner im Arsch. Und spätestens im Winter hätte es ein Problem. Dann würde die Anlage festfrieren, einfrieren oder eventuell sogar rosten. Und das kommt nicht gut. Das ist die erste Variante. Die zweite Variante, wie du kontrollieren kannst, ob der Lufttrockner nicht arbeitet, ist eigentlich recht einfach. Du hast hier 40 Liter Druckluft drin normalerweise. Bei 40 Liter Druckluft, komm mal näher, bei 40 Liter Druckluft ist das so, wenn du jetzt zum Beispiel eine Vollbremsung machen würdest, also mit deiner Betriebsbremse bremsen würdest, dann würdest du 0,7 Bar verlieren. Wenn du jetzt aber, sagen wir mal, hier jetzt halb voll Wasser hättest, hast also monatelang nicht kontrolliert, okay, das Ding ist seit Monaten kaputt, und würdest jetzt bremsen, dann würdest du keine 0,7 verlieren, sondern 1,5, 1,6 Bar würdest du verlieren. Daran würdest du es merken, beziehungsweise wenn du den Motor anmachst, dann würde dein Druckluftmanometer würde dann sehr schnell Druck, also anzeigen, dass du sehr schnell Druck aufgebaut hast. Und weil du halt keine 40 Liter mehr hast, sondern nur noch 20 Liter oder sogar noch weniger. Deswegen A, immer wieder kontrollieren, deswegen die Abfahrkontrollkarte. Ist halt besser. Ja? Frostschutzmittel haben wir nicht. Das ist alte Technologie. Karte 8.2, Wirkung des Lufttrockners, haben wir somit gemacht. Karte 9.2, Sichtprüfung der Betriebs- und Feststellbremse, haben wir gerade schon gemacht. Karte 10.2, prüfen, ob Pedalwege frei sind, haben wir auch gemacht. Mhm. Jetzt sind wir bei Karte 1.3, prüfen der Reifengröße anhand des Fahrzeugscheins. Also, Reifengröße anhand des Fahrzeugscheins. Reifengröße, das ist dein Fahrzeugschein. Du musst erstmal kontrollieren mit dem richtigen Kennzeichen. Jo, passt. Dann hast du hier 315, 70R, 22,5. Kontrollieren wir. 315, 70R, 22,5. Wählt grundsätzlich immer links vorne, weil links vorne ist am wenigsten Abrieb im Fahrschulfahrzeug. Ja. Die Rechtsseite kannst du komplett vergessen, da ist komplett alles abgeschabt, weil ihr so super am Fahren seid. Aber hier hat man auch schon, wie du sehen kannst, wie auch immer das geschafft worden ist, das weiß ich, kann mich gar nicht mehr dran erinnern. 315 ist die Breite der Lauffläche in Millimeter. Davon 70% ergibt die Höhe.
Also von 315, 70% könnt ihr ausrechnen, Prozent rechnen, das ist die Höhe in Millimeter dann dementsprechend, also 70%, okay, ist die Höhe. R, radial, das ist die Karkasse, der Innenaufbau ist also radial. Und 22,5 Zoll Felgendurchmesser in Zoll. 1 Zoll sind 2,54 cm. Wenn der Prüfer fragen sollte, kannst du ein bisschen klug scheißen. Wenn es dir nicht einfallen sollte, 2,54, ja, wenn es dir nicht einfallen sollte, zufälligerweise, weil hier, wenn ich die zwei wegmache, hast du 2,5. Pause. Ja. So, Karte 1.3 haben wir schon, Prüfen der Reifengröße anhand des Fahrzeugscheins. Jetzt ist Karte 2.3, Prüfen der Tragfähigkeit und der Höchstgeschwindigkeit der Reifen anhand des Fahrzeugscheins. Tragfähigkeit. Fahrzeugschein, gucken wir mal hier, auch direkt daneben, 154, Schrägstrich, und dann kommt ein G. 154 G. Mal gucken, ob wir sowas ähnliches hier finden. Wir finden auch tatsächlich 154, Schrägstrich 150, L. Gucken wir uns das mal 154 an, das passt. L passt nicht. 154, Tragfähigkeitsindex. Tragfähigkeitsindex, das heißt, wir gucken in eine Liste, gucken 150, 151, 152, 153, 154, steht dann, was weiß ich, irgendwas von, weiß ich nicht, 750 Kilogramm zum Beispiel. Dann könnte so ein Reifen, also 750 Kilogramm im optimalen Zustand, aushalten. Okay? L ist ein Geschwindigkeitsindex, auch da wieder eine Tabelle, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Du merkst, G, was hier verlangt wird, kommt vor L. Das heißt also, G ist das, was Minimum verlangt wird. Wir haben hier L, wir haben also sogar noch bessere Reifen als das, was hier im Fahrzeugschein verlangt wird. Es sollte aber nicht irgendwas sein, was vor dem Buchstaben G kommt. Nach dem Buchstaben G ist alles okay. Nun gibt es aber hier noch eine Zahl, beim Tragfähigkeitsindex 154 passt also auch, aber hier nach dem Schrägstrich 150. Man sagt 154 Single-Bereifung, also hier Einzelbereifung, und hier haben wir eine Zwillingsbereifung. Also 150 soll man grundsätzlich weniger pro Reifen nehmen. Die Erklärung dafür ist eigentlich recht einfach. Dadurch, dass du jetzt einen Reifen mit 154, also umgerechnet, weiß ich nicht, 750 Kilogramm belastest, würdest du hier eine Wulst haben. Es würde also hier teilweise rauskommen. Man muss sich so vorstellen, so eine dicke Frau, wenn die Fahrrad fahren sollte, dann guckt auch unten halt so der Reifen ein bisschen raus. Und bei so einer Zwillingsbereifung hast du dann sonst hier die Problematik, dass diese Wulst sich berührt, also beide Wulste berühren sich und dadurch entsteht Reibung. Durch Reibung kann Hitze entstehen, durch Hitze eventuell dann könnte so ein Reifen Schaden nehmen. Deswegen sagt man hier pro Reifen weniger als bei Einzelbereifung. Also 154 bei Einzelbereifung, 150 bei Zwillingsbereifung, damit sie sich nicht berühren. Okay? So, dann gibt es aber auch noch eine Special-Frage. Viele Prüfer fragen das nicht, aber ein Prüfer oder zwei Prüfer haben das Ding hier entdeckt. Wenn du mal guckst, 152 statt 154 und M statt L. Okay? So, gucken wir mal. Erstmal 154, mach mal so, das ist jetzt 154, das ist die Geschwindigkeit, das ist die Belastung. Und G. Okay, so. Jetzt hast du also, wenn du die Geschwindigkeit G hast, dann kannst du mit 154 beladen. In dem Kreis steht jetzt M. M kommt nach G. Mit anderen Worten, du kannst mit M schneller fahren. Wenn du also schneller fahren solltest, dann musst du aber nicht 154, sondern 152 weniger beladen. Das heißt also, du könntest mit diesem Reifen schneller fahren, musst aber weniger beladen, damit die Belastbarkeit, die Belastungsgrenze nicht überschritten ist. Bei einer Kontrolle musst du dem Kontrolleur sagen, wenn er es drauf anlegt, ne? Also wenn er hier hingeht und sagt, ey, Sie haben aber 152, auf Ihrem Fahrzeugschein steht aber 154, dann sagst du, nee, 152 machen wir gar nicht. Wir nehmen 154 und die Geschwindigkeit L, das ist das, womit wir fahren. Damit haben wir erstmal nichts zu tun. Ja? Wenn aber der Prüfer fragen sollte, warum ist das hier so, dann musst du dann halt sagen, wenn wir schneller fahren wollen, müssen wir weniger Gewicht drauf packen. Und das fragt eigentlich meistens nur ein Prüfer, das ist der Herr König. Hallo Herr König. So, dann haben wir das auch schon erledigt. Super, ich mache es schon gleich nicht vergessen. Dann suchen wir jetzt auch. Karte 2.3 war das jetzt, Karte 2.3. Jetzt geht es weiter mit Karte 3.3.
Sichtprüfung des Sitzes der Radmuttern. Wir fangen hier auch an. Wir haben hier jede Menge Radmuttern. Die müssen zunächst einmal alle vollzählig sein. Nicht, dass da plötzlich irgendwo eine Radmutter fehlen sollte. Die müssen alle gleichmäßig drin sein. Keine Arbeitsspuren vorhanden sein. Also du bist jetzt über Nacht zum Beispiel, jetzt kommst du hier hin und dann guckst du und das Ding hier glänzt. Mehrere. Normalerweise müsstest du leicht zur Flugkost müsstest du drauf sein. Das heißt, irgendjemand hat da jetzt, während du zu Hause warst, da ein bisschen was manipuliert vielleicht. Okay? Alle gleichmäßig drin, das Gewinde muss also gleich rausgucken, aber wenn du genau hinguckst, dann stellst du fest, dass besonders an der Vorderachse hier und gegenüberliegend da die Radmutter etwas weiter rausguckt. Ja? Das ist, weil dieser Kranz hier festgehalten wird. Nicht dahinter ist so ein Metallteil, dann kannst du halt festhalten. Alle anderen sind gleichmäßig drin. So. Man darf auch nicht dahinter irgendwie so eine Nase runtergelaufen sein. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel ist die Felge, die Radmutter ist also nicht ganz dran, dann würde sich dann Kondenswasser bilden und würde dann langsam runterlaufen. So eine Rostspur muss man ein bisschen verlassen. Haben wir jetzt auch nicht. Dann ist alles hier im grünen Bereich. Das machst du an allen Felgen, auch am Reserverad, wenn du schon mal dabei bist. Karte 3.3. Karte 4.3. Finden, suchen. Prüfende Reifen. Prüfen des Reifenzustandes, Reifendruckes, in Klammern Profil, Beschädigung, Fremdkörper, Klammer wieder zu. Reifenzustand allgemein, keine Risse, keine Brüche, nicht, dass da irgendwelche Teile fehlen, nicht irgendwelche Fremdkörper, die da drin sind, Nebel, Steine und so weiter und so fort, besonders bei Zwillingsbereifungen zwischen Reifen dürfen auch keine Dosen sein oder Steine oder sowas ähnliches, der wegschleudert würden auf der Autobahn, dann für großen Ärger sorgen würden. Beschädigung, haben wir auch gerade schon gesagt, also nicht, dass da irgendwelche Quetschungen, Risse und ähnliches vorhanden ist. Profiltiefe mindestens 1,6 mm schreibt der Gesetzgeber vor, wobei das schon recht wenig ist, besonders bei Regen, Aquaplaning-Gefahr und sehr, sehr problematisch. 1,6 mm kannst du kontrollieren mit so einer Verschleißlehre, mit so einer Art Lineal, was du da reinsteckst. Haben wir jetzt nicht, dafür haben wir was anderes, und zwar die TWI-Markierung. Wenn du mal guckst, alle 20 cm, alle 30 cm kommt so eine TWI-Stelle. Es kann TWI sein, es kann ein Regenschirm sein, es kann ein Michelin-Männchen sein, egal. Wir gucken hier mal TWI. Dann, wenn du hier an dieser TWI-Markierung bist, dann gehst du einfach rein und dann siehst du hier im Profil eine leichte Erhöhung. Ja, hier ist also recht tief und dann geht es leicht hoch. Da, wo TWI steht, geht es leicht hoch. Nämlich um 1,6 mm geht es hoch und dann fällt es wieder runter, ganz normal Profiltiefe. Wenn die Lauffläche diese Erhöhung erreicht hat bei dieser TWI-Stelle, dann hast du die 1,6 mm spätestens erreicht und dann kostet es Geld. Jede Menge. Und ist auch gefährlich. Karte 4.3 hätten wir dann auch. Karte 5.3. Prüfende Felgen auf Beschädigung. Die Felgen dürfen keine Risse haben, dürfen nicht durchgerostet sein, dürfen hier auch am Felgenhorn keine Beschädigung haben. Wenn du jetzt zum Beispiel volle Kanne gegen eine Bordsteinkante gefahren bist, dann hast du hier natürlich so eine fette Delle und dann auch einen Riss eventuell, was sich hier komplett durchzieht. Das geht natürlich nicht. Okay? Allgemein der Zustand, sauber ist es jetzt meistens natürlich nicht, aber keine Risse, keine Brüche, nicht durchgerostet und keine Auffälligkeiten. Karte 5.3. Karte 6.3. Prüfen der Reserveradsicherung. Da müssen wir dann hier hingehen. Der Fahrtrichtung links ist es dann angebracht, recht mittig. Da haben wir vier Sicherungen. Einmal selbstsichernde Muttern, 1, 2, 3 Stück. Und hier noch so ein Seil, was gespannt sein sollte. Gut. Und dann gehst du da mit deinem Fuß und deinem Bein noch mal drauf und haust einmal drauf. Mit Liebe. Und wenn es dann noch hält, dann, oh, jetzt war raus, dann ist alles gut. Okay? Mhm. Prüfung der Reserveradsicherung, Karte 6, Karte 7.3, Funktion der Lenkhilfe. Die Lenkhilfe ist die Servolenkung. Die Servolenkung funktioniert nur dann, wenn der Motor an ist. So, das heißt also, wenn ich jetzt drehen will, funktioniert es nicht. Was mache ich? Motor starten. Jetzt winkeln. Da kann man hin. Was machst du mehr? Sonst hörst du mich nämlich nicht. So. Karte 4. Punkt. Was war das jetzt? 3. Pause. So,
Karte 7.3 haben wir, Funktion der Lenkhilfe, die Servolenken haben wir überprüft. Karte 8.3, Lenkungsspiel prüfen. Lenkungsspiel, jetzt musst du aufpassen. A, musst du aufpassen, dass du nicht runterfällst. Du musst nämlich gucken. Ne? Wenn du zu doof dafür bist, dann kannst du dich auch gerne anschneiden. Überhaupt gar kein Problem. Das mache ich mal nicht, weil ich ja nicht doof bin. So, also, zunächst einmal ist es wichtig, dass die Vorderachse sich bewegt, wenn ich natürlich lenke. Da reicht eine minimale Bewegung aus. Das lenkst du zwar, aber die Frage ist, wie viel lenke ich? Wie viel ist erlaubt? 2 cm nach oben, 2 cm nach unten wäre okay. Dazu nehmen wir einfach mal ein Lineal oder ein Stift. Oder so einen Zauberstab, das geht auch. Okay? Wir fixieren das einmal hier. Mit der einen Hand einfach mal so festhalten. So, das kann sich jetzt nicht bewegen, wie du siehst. Okay? So, dann hast du hier eine bestimmte Stelle, wo du am Lenkrad bist. Diese Stelle markierst du jetzt einfach mal mit deinem Daumen. Und jetzt guckst du einfach mal runter. Jetzt bewegst du das Lenkrad und wenn sich das Ding da unten, also der Reifen, wenn es sich bewegt, wenn es zuckt, reicht schon aus. Zack, zucken. Dann gucke ich unter einem Zentimeter, alles im grünen Bereich. Aber du drehst und drehst und drehst und drehst und da tut sich gar nichts da unten, dann stimmt irgendwas nicht. Okay? Also Zentimeter, 2 Zentimeter, okay. Und mehr nicht. So überprüft man das Lenkspiel. Man kennt das von alten Fahrzeugen, in alten Filmen, da fahren LKW-Fahrer mal so. Lenkspiel ist im Arsch. Okay? So ein Shifter. Karte 8.3. Karte 9.3. Ölstand der Servolenkung prüfen. Die Servolenkung funktioniert natürlich mit Öl und dafür haben wir einen Behälter. Dieser Behälter befindet sich ungefähr hier unten drunter. Ich würde mal sagen, so sagen wir mal 50 cm hier unten drunter. Da kommen wir nur dran, wenn wir das Fahrerhaus kippen. Das Fahrerhaus können wir nicht kippen jetzt in der Prüfung. Deswegen also den Prüfer sagen, da. Wenn, warum auch immer, die Flüssigkeit zu wenig sein sollte, würde es A hier angezeigt werden und B würdest du sowieso hören beim Lenken. Das wird so komische Geräusche machen. Okay? Öl. Behälter dort. Nicht kippen. Karte 9.3 haben wir dann somit auf. Karte 9.3, gucken wir uns mal 10.3 an. Sichtprüfung der Federung. Sichtprüfung der Federung, da müssen wir erstmal aussteigen. So, Sichtprüfung der Federung. Wir haben hier an der Vorderachse, genau hier, einen Federbalk. Auf der anderen Seite natürlich auch so ein Federbalk. Und wenn wir jetzt zur Hinterachse gehen, da haben wir sogar zwei pro Seite. Hier ist so ein Federbalk. Und hier kannst du auch nochmal so einen Federbalk sehen. Wichtig ist, dass du kontrollierst, ob deine Risse vorhanden sind. Und irgendwelche Undichtigkeiten, wobei du diese Undichtigkeiten ja hören würdest. Das heißt, es würde so pfeifen, ziemlich laut. So. Da ist dann sehr, sehr viel Druckluft drin. Das musst du machen. Die Höhe kannst du natürlich auch einstellen. Dazu musst du die Zündung anmachen. Machen wir jetzt mal die Zündung an. So, hiermit mit diesem Kontrollgerät, mit dieser Fernbedienung, kannst du jetzt die Vorderachse wählen und sagen, ich möchte die Vorderachse jetzt einfach mal nach oben pumpen. Ja, dann kannst du dann viel besser kontrollieren. Sollst nach Möglichkeit nicht unbedingt deine Rübe da reinstecken, aber so kannst du dann viel besser kontrollieren. Wenn du auf grün drückst, dann geht er wieder auf normalen Niveau zurück. So, dann wählst du wieder ab. Gut. Karte 3. Punkt, was war das jetzt? 9.3. 10.3. Sichtprüfung der Federung, haben wir gerade auch schon gemacht. So, jetzt sind wir wieder bei Karte 1 gelandet. Karte 1.4. Bremsleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, Rückstrahler prüfen. Grundsätzlich prüft immer der Prüfling, der Fahrer. Also ihr als Fahrschüler oder Prüfling müsst also nach hinten gehen und mir sagen, Anna, geh bitte nach vorne und bremst. Das werden wir jetzt so machen, dass... Ich will mal Pause. So, Bremsleuchten. Hassan, du gehst jetzt mal rein und wir gehen mal nach hinten.
So, stellst dich jetzt mal hier hin und dann sagst du ihm einfach, was er machen soll, dann ist alles gut. Hassan, Zündung an! Jetzt macht er auch richtig den Motor an. Bremsen! So, wir gehen einfach, wir arbeiten einfach alles ab. Mit dem ersten Punkt, Bremsleuchten. Das, was jetzt auch angegangen ist, das ist dann meistens Bremsen. Gut, kannst aufhören. Und dann sagt er, Kennzeichenbeleuchtung. Mach mal Licht an! Das ist unser Schlusslicht, unser Begrenzungslicht. Und hier unten drunter? Ja, funktioniert. Funktioniert. Ja, auf der anderen Seite genauso. Wunderbar. Und dann sagt er, Rückstrahler prüfen. Licht aus! Rückstrahler prüfen, das sind Katzenaugen, die wir hier hinten haben. Das heißt, wenn wir das Fahrzeug irgendwo abstellen sollten, von hinten kommt irgendjemand und würde dann drauf leuchten mit seinen Scheinwerfern, dann würde das Licht wieder zurückgestrahlt werden, Katzenaugenprinzip. Und hat er jetzt gerade Licht angemacht? Geblinkt. Warum? Auf damit, du Bumsbirne! Mach Licht an. Pfosten, komm wieder zurück! So, dann würde das Licht also hier wieder reflektiert werden. Hier musst du nur kontrollieren Sauberkeit. Nicht, dass er jetzt halt sehr, sehr viel Schmutz, wenn das ein Baustellenfahrzeug ist, zum Beispiel könnten da richtige Schmutzteile da dran, also richtig viel Dreck dran sein, muss das sauber machen, dass es wieder reflektieren kann. So. Kann er bleiben? Ist auch besser. Karte 2.4. Hupe, Lichthupe, Warnblinklicht, Seitenmarkierungsleuchten prüfen. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir mal die Seitenmarkierungsleuchten schon mal kontrollieren. Licht an! Dann hast du hier Seitenmarkierungslicht, da Seitenmarkierungslicht und hier, also drei Stück. Auf der anderen Seite auch nochmal drei Stück. Mhm. Das hier ist kein Seitenmarkierungslicht, das ist dein Blinker. Okay. Ja. Hupe, dann muss ich einmal zeigen, nicht Hupe. Das ist, hier ist die Hupe. Mhm. Also nicht jetzt, dass du jetzt am Lenkrad bist und dann versuchst zu drücken. Es gibt einen Prüfer, der sagt, der holt mich dann raus, schickt den Prüfer rein, den Prüfling rein, und dann sagt er, hup mal. Dann drückt der dann drauf, dann hast du schon verkackt. Ne? Die Hupe ist hier. Okay. So, Lichthupe, mach mal Lichthupe einmal, zeig mal Lichthupe. Ja, ist also idiotensicher, wie du sehen kannst. So, mal nochmal die Lichthupe. So, also ganz normal wie Fernlicht, nur ganz kurz. Super. Warnblinklicht. Jetzt musst du natürlich auch rumgehen um das ganze Fahrzeug. An den Seiten hast du noch, also insgesamt hast du 6 Lampen, die dann leuchten. Ja, Funktion prüfen. Danke, kannst wieder alles ausmachen. Karte 2.4 war das jetzt. Karte 3.4. Hör auf damit, mit der Scheiße, Alter. Vollpfosten. Nein, du bleibst da. Standlicht. Karte 3.4. Standlicht! Mal gucken. Ja. Die kleinen Lampen, das ist unser Standlicht. Mhm. Umrissleuchten. Oben die Lampen sind die Umrissleuchten. Abblendlicht! Das ist unser Abblendlicht. Fernlicht! Super. Und die Kontrolllampe für Fernlicht, muss er auch benennen können, ist eine blaue Kontrolllampe, die dann drin leuchtet. Jetzt kannst du wieder alles ausmachen. Hast du gut gemacht. Braves Mädchen. Leute, schreibt das in den Kommentaren, ob ihr den zweiten Teil auch sehen wollt. Davon gibt es nämlich auch noch einen zweiten Teil. Bis dann, Leute. Vergisst nicht, denn ihr seid die Zukunft.